Jetzt geht's Beatdown! Ah, es geht schon gleich los. Lol. So Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Schein. Heute dabei sind Extrem Verzockt und Schlendi. Hi. Und wir haben hier sogar einen Stargast dabei, nämlich der Extrem Verzockt muss nämlich die Strafe machen, was auch natürlich sehr lustig ist. Richtig. Ich weiß nur nicht, soll ich das jetzt schon machen oder eigene Folge? Eigene sogar, würde ich sagen. Ja, gut. Ja, also mich würde das jetzt echt deprimieren, wenn ich Strafe machen müsste. Ja, Strafe machen. Das einfach richtig schlimm. Ich hoffe, ich krieg nicht so eine schlimme. So, und ja, ich wollte die Folge, gehe ich in den Nether gleich, weil ich möchte ein bisschen Erze fahren. Und diesmal darf ich auf keinen Fall meine Kristalle vergessen, weil sonst, ja, nicht gut. Alex, wo bist du gerade? Ich bin gerade bei meinem Hausboot. Weil ich war letzte Folge im Dungeon, da hatte ich ein halbes Herz nur noch mit Gift und sowas. Und hätte ich meine Kristalle gehabt, hätte ich überlebt schneller, aber ja, ich habe trotzdem überlebt, aber es war mega knapp. Ich hab's gemerkt. Ich war letzte Folge im Dings, im Erebus. Erebus, was? Alter, da drin will ich alles töten. Woher kommst du denn da rein? Wir haben ein Portal bei uns gemacht. Wo bist du? Ich zeig euch. Weißt du, wo Rioles Haus ist? Ja. Da in der Nähe. Okay. Also bei plus 80, plus 120 so. Können wir nochmal so ein Städtetreffen machen? Genau. Nochmal ein Chest-Upgrade. Auf Eisen. Ach stimmt, das muss ich auch noch machen. Alex, was hast du für eine Pferderüstung? Moment, ich guck mal. Kaum Gold. Das ist mal voll seltsam. Ich muss sie kurz suchen. Keine Ahnung, wo die ist. Okay. Aber ich... Dieser Kack. Meteorschild nervt mich mega. So, ich leih mir jetzt irgendwo ein Gold einfach. Gell, das regt voll auf. Das macht voll die scheiß Töne. Kann man das Soundfile von dem Meteorschild nicht rauslöschen? Einfach? Ja, könnte man. Ich hab auch keinen Bock auf das Geräusch. Ey, voll das Kackgeräusch, ey. Ja, das nervt mega, aber naja. Ja, man braucht's halt, ne? Ja, man braucht's. Ich freue mich schon gleich, wenn ich weg bin hier aus dem Haus. Gold. Eisen. Und diese Kack-Randomite-Ores, die sind einfach scheiße. Die bringen nix. Auf jeden. Hä? Iron 2. Was? Scheiße. Ach stimmt, ich wollte... Ja, falsch, fuck. Alex, darf ich zu dir reinkommen? Ja, mach. Okay, ja, ich werde schon nichts machen. Ja. Ich traue dir nicht. Eine gute Einstellung. Du kannst mal in der ersten Truhe gucken, ich glaube, da ist irgendwas. Aber ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher. Da ist nichts, glaube ich, drin. Echt nicht? Warte, hier heißt das Horse Armor. Ich guck jetzt einfach mal. Normalerweise. Ich komm mal raus. Vielleicht hat die auch jemand geklaut, keine Ahnung. Hallo. Ach, hast Mega du jetzt? Tonmangel. Nee. Hä? Da war doch eine drin. Wo ist denn die? Also ich hab sie nicht genommen. Ach, dann hat sie bestimmt Basti oder so. Ich guck mal bei denen. Boah, irgendwann mal echt den nächsten Livestream, demnächst, wenn ich anmache, muss ich dringend meine Kisten aufräumen, das ist schlimm. Oh ja, das muss ich auch machen. Der hat keine. 6 Whitestones nehme ich mit, ein paar. So, dann meine Kristalle auf jeden Fall. Nein, Tamstor hat die auch nicht. Jetzt muss ich bei Basti noch gucken. Keine Ahnung, wo die hin ist. Dann, ich baue noch Blöcke zum Hochbauen, dann gehe ich jetzt gleich in den Nether. Noch mehr Kisten. Aber auf Nether habe ich auch irgendwie Bock. Ja, ich brauche Onyx, will ich ganz viel. So, dann ich gehe jetzt frohen Mutes in den Nether. Viel Erfolg. Ja. Nee, sorry, Schlendi, aber ich glaube, wir haben die nicht mehr. Ah, okay. Ich guck jetzt nochmal bei mir, vielleicht habe ich die übersehen. Hier von weiß eine ausleihen, wenn er... Ah, doch, ich hab's, ich hab Iron Pet Armor. Ah, okay, gut. Aber dieses Kack-Kobalt, das kann man nicht mal mit einer Diaspitzhacke abbauen. Was du dafür willst? Ja, schenke ich dir. Ah, okay. Finde ich gut, danke. Also ich hätte jetzt zwar gesagt Blaujob, aber... Ah, du musst ja Preis aushandeln. Verdammt. Das ist... Warum gehst denn du raus, wenn ich... warum gehst du rein, wenn ich rausgehe? Weil ich kann diese scheiß Rüstung um den Kopf rum. Dieses Kack-Ash-Block, die überall sind, die regen mich mega auf.
Ey, diese Meteor-Rüstung regt mich so auf manchmal. Ja, so, das jetzt ist wird mein Ferdinand ausgerüstet. Weißt du, da willst du einem was geben und es geht einfach nicht. Ja, Meteoritrüstung haben wir mittlerweile die meisten. Ja. Ich laufe hier mit Full Dia rum. Und Necromite Boots. Wie hast du überhaupt so viele Diamanten bekommen? Dungeons. Ich will mir aber auf jeden Fall die Dings machen, die okay. Erebus-Rüstung. Was hier? Ja, da brauchst du aber extrem viel Zeug. Ja, Mann. Wie macht man Erebus-Portal eigentlich genau? Mossy Bricks. Aus Mossstone. Ah, da kam gerade ein Käfer aus dem Erdbeben. Scheiße, raus. Ja, hab ich. Oh, was hast du denn hier? Also, wenn ihr so Mossy-Dinger braucht, dann kann ich euch geben. Ich hab 50 Stück. Hellfire Charge, okay. Ist geil, ich hab hier sogar so ein Belimorph oder wie das hieß. 40 HP hab ich One-Hit weggemacht. Das ist ein Belimorph. Wie hieß das Teil da? Also, ein seltsames Teil, was mich böse angeguckt hat. Hm. Okay. So, und genug ist zu töten. Ja. Ich habe jetzt so einen Hellfire-Charge aus dem bekommen. Mann, ich will auch nichts haben. Das habe ich, glaube ich, auch. Ich weiß aber nicht, was das bringt. Ich schon. Was ist denn ich schon, Night Ore? Hero Ride Shard. Einfach einsammeln. Oh, einfach mal mitnehmen, scheiß drauf. Ja, ist echt so. Dann explodiert sie, wenn man da mal stirbt. Oh, wäre das Magma Block. Oh, jetzt fehlt. Gibt's ja sogar solche Items. Beim Hexit mit Nodop konnte man auch so einen Teil machen. Da sagst du, soll ins Inventar nehmen, dann ist es explodiert. Das ist ja mega mies. Hi. Ja. Warte, man muss Glauze. Onyx ist so übel selten, Mann. Oh, ich muss jetzt Stein farmen, ey. Nee. Oh. Wieso musst du Stein farmen? Ja, weil ich meine Dimension endlich ausbauen will. Oh, und ich, Depp, okay. Hab ja mit dem Steinboden angefangen. Jetzt zieh's halt durch. Also kann dir einen geben, wenn du möchtest. Applaus, dann kann ich dir etwas Farming ersparen. Oh, das ist ja cool. Ich brauche auch nicht mehr viel, aber das regt voll auf. Ich glaube, ich habe 2 Folgen nur am Boden gemacht oder so. Okay. Ja, ich möchte jetzt auf jeden Fall, ich werde diese Folge nicht mehr aus dem Nether gehen. Oh. Wo bist du eigentlich in den Nether rein? Beim Stadtportal oder? Nee, ich habe ein... Was ist das, ein Crystal? Macht der mir Schaden? Was? Was ist denn für eine? Bist du denn mir Schaden machen? Gut. Oh, geil. Ich kann mir Resistance Potion machen. Nice. Nee, ich hab mein eigenes gebaut. Ach, scheiße. Okay. Ich komme ja wieder bei der fucking Stadt raus. Ach, nee. Ja, egal. Können wir einen Hinterhalt planen. Oh. Was ist dann? Das ist, glaube ich, Necromite. Das Lustige ist ja, Chaos War hat auch ein Erebus-Portal. Aber alle spawnen bei uns. Ja, man spawnt irgendwie. Sehr seltsam. Was hab ich abgebaut? Seltsam. Ich hoffe jetzt mal, dass ich nur noch ein Stack Stein brauche, sonst raste ich jetzt aus irgendwie. Ich habe richtig keinen Bock mehr. Seid ihr gerade irgendwie in der Nähe von dem Bett? Nö. Nee. Okay, dann warte ich. Oh geil, ich kann mir gleich Resistance Potions machen. Das ist richtig nice. Randomite Ore. Okay. Ja, Randomite Ore, die bauen sich irgendwie nie ab. Das ist richtig seltsam. Für was braucht man die eigentlich? Da kommen random Items raus halt. Das ist bei mir erst einmal passiert. Ja, das passiert. Das ist irgendwie nicht ganz so kompatibel mit anderen Mods und deswegen. Hm. Gut für Speed Potions oder muss man jetzt das sogar vielleicht einschmelzen, damit da was random rauskommt? Mhm. Man baut's ab und dann kommt ein random Item okay. Raus von einem Stück direkt bis zu Diamantschuhen. Das wäre natürlich echt geil, wenn da Diamantschuhe rauskommen. Ja. Aber die Diamantschuhe sind ja gar nicht so gut. Was ist eigentlich die stärkste Rüstung im Moment hier? Die man benutzt. Creeper. Die man benutzen darf? Ja. Oh, nix, würde ich dann fast sagen. Was ist das denn hier? Nether Soul. Geh weg. Hm. Aber hast du nicht gerade gesagt, man darf keine Onyx benutzen? Nee, Sinnes hat das nicht benutzen. Ja. Okay, gut. Also Onyx kann man, glaube ich, ganz benutzen. Die ist aber auch heftig dann noch. Oh, Leute, da unten ist so ein Portal. Soll ich da reingehen? Ein Portal das geilste in Schwert ist noch mal. Ja. Das Shadowblade. Ey. So ein Ausgang oder ein Eingang. Wow, ich habe auch nicht, ich keine Regeneration mehr. Hä? Oh, wieso regge ich nicht? Warum ist bei uns unter Wasser Eis? Daran könnte ich schuld sein. Ich habe mit diesen Freezerite-Schuhen da ein bisschen vorgetrieben. Also bin bei dir rumgelaufen. Oh, geil. Ey, die Freezerite-Schuhe sind cool. Ja, die bringen es aber nicht so wirklich, weil du kannst jede Schuhart mit Cold Touch enchanten.
Also ich bin jetzt in der Nähe von. Wieso bekomme ich keine? Seltsam, ich stelle mich neben meine Potion und ich bekomme nicht die Effekte. Also, seriös. Bist du bei einem Bett? Scheiße. Ja. Gut, dann. Wieso kann ich kein Bett setzen? Funktionieren die Messer anscheinend nicht. Das ist suboptimal. Egal, hier ist jetzt so ein Portal. Ich gehe da jetzt mal rein. Okay. Ich bin in dieser dunklen Welt gelandet. In dieser dunklen Welt wieso? Von der Dimensional Dormus. Ja. Viel Spaß dabei. Alter! Das ist ja etwas gruselig. Ey, wo bin ich denn jetzt gelandet? Etwas. Wo bist du? Monolith, Alex. Was sind Monolithen? Hä? Wow! What the fuck, wo bin ich gelandet? Nein, ich bin im Limbo, glaube ich. Nein, ich bin im Limbo. Ich auch. Wie seid ihr beide in den Limbo gekommen? Ich habe mein Bett in der Dimension gesehen. Kann man in der Dimension nicht ins Bett gehen? Ich glaube normalerweise schon. Och kacke, wie kommt man jetzt aus dem Limbo wieder raus? Du musst ein Ding, Lila See finden, genau. Oh. Alter, ist das mies. Aber bin doch einfach nur schlafen gegangen und gestorben. Aber ich glaube, ich kann euch beruhigen, man kann in den Dimensionen sein Zeug nicht verlieren, soweit ich weiß. Ich weiß, dass man hier im Limbo auch, diese Monolithen machen ja einem keinen Schaden. Nee, glaub nicht. Ich glaub schon. Die sind ja einfach nichts, die sind irgendwie. Ja, einfach nur creepy. Was ist denn das hier? Oh Mann. Ey, ich hab ein. Was ist das? Unrevealed Fabric. Lol. Ja, hab ich auch ganz viel. Was ist das und Zeug? Keine Ahnung, das ist halt der Sand oder das Stein, wo hier rumliegt. Ja, Fabric of Reality. Gerade eben bekommen. Okay. Was ist das? Ja, das war in so einer Truhe drin. Oh, aber seltsam, es war so, da kam so ein Monolith auf mich angeflogen. Hab mich dann böse angeguckt, dann wurde ich in den Limbo gehauen. Das regt mich gerade richtig auf, Mann. Ich hab mich einfach nur ins Bett gelegt und bin gestorben. Alter, diese lila Seen, sind die selten? Keine Ahnung. Nö, es geht eigentlich. Also ich finde bis jetzt. Du musst halt ganz nach unten. Ach so, nach unten. Möglich. Ach so, gut, weil ich bleib hier die ganze Zeit oben. Gut, dann. Man bekommt ja keinen Fallschaden hier, das ist mega praktisch. Ja, schon. Der Limbo ist echt komisch. Creepy. Ja, der ist creepy, Mann. Wer das gemacht hat, irgendwelche Probleme. Du fühlst dich einfach nur beobachtet. Ja, Mann. Irgendwer, der das gemacht hat, hier hat irgendwelche Probleme, Mann. Ja, denke ich mir auch so. Vor allem die Mucke hier. Oh. Ja, hä? Ich komme hier einfach nicht runter. Alter Junge, ey. Mental Doors. Was macht man eigentlich, wenn man die Monolithen umbringt? Kriegt man da was? Ah, da unten ist ein roter See. Kann ich da reinspringen? Ja, oder was? Rot? Der ja, wegen dem Shader halt normalerweise so komisch. Achso, du hast Shader drin. Also ich glaube, es gibt keine anderen Seen außer dem einen lila See. Ich geh aber ganz vorsichtig rein. Alter. Ja, ich bin wieder. Warte, wo bin ich gelandet? Und ich finde den nicht. Wow! What the fuck, wo bin ich gelandet? Ja. So weit runter wie möglich, ne? Ich bin 1000 Blöcke vom Zuhause entfernt. Echt jetzt? Ja. Nicht schlecht. Scheiße. Aber du hast dein Zeug und alles, oder? Ja, ja. Okay. Oh Mann, ey. Wie lange geht die Folge jetzt schon? Aber Louis ist da. Hi. Ja, wie lange geht die Folge jetzt schon? Weiß ich, 13 Minuten. Ja, 13 Minuten. Ich will hier auch raus. Ach du Scheiße, ey. Ja, geh ganz nach unten. Spring einfach die ganze Zeit runter. Hier ist ein Grabstein. Wenn das von einem anderen Spieler ist, mir egal. Ich spalte den jetzt ab. Ist er da drin? Cool. Hä, hey, aber das hat jetzt gerade nicht als tot gezählt. Nee. Wie? Nee, ja. Ist ja nice. Ja, dann wärst du nicht gestorben. Dann wurdest du einfach. Ich bin ja auch nicht gestorben. Ich bin einfach nur in den Limbo gehauen worden. Warum? Hier ist ein roter See. Weil es nice. Das Spiel halt kann. Bin ich? Oh Gott, ey. Mann, ich bin so Alter. Weit weg von zu Hause. Ich bin bei plus 1000 und minus 1150. 850. 800. Ach du Scheiße. Ey, wo ist bin das ich hier? Ist das ein großer Penis? Ist das eine Scheiße? Oh mein Gott. Cross Memorial. Was ist das denn hier? Egal. Alter, wie behindert, Mann. Ich glaube, wir müssen Schlendi töten, der hat nur einen Tod. Was? Egal, ich brauche definitiv. Nein, das täuscht dich nur. Oh, jetzt bin ich. Stimmt, Schlendi, das ist ein. Ich hätte auch eigentlich. Ich wundere mich, wieso ich 5 Tode habe. Eigentlich habe ich nur 4. Ich bin hier gerade.
Wie viel PvP-Tode habt ihr schon? Keinen. Keinen. Also habt ihr jemanden schon getötet? Nee. Ich hab den Baloo hier umgebracht einmal. Ich hab gehört, wir killen jetzt Riole. Ja. Wir können ja einen Kampf machen, ihr beide gegen mich. Im Ernst jetzt? Ja, im Ernst jetzt. Sollen wir mal probieren? Ich weiß nämlich nicht, ob ich das schaffen würde. Wenn es dann noch Zeug zurückgibt, meinetwegen. Ja, okay, Zeug zurück. Oh mein Gott. Mini, sagen wir mal mit einem Mini-Tribut, damit es nicht auch lohnt, quasi so nach dem Motto: zwei Dias, so einfach nur als Symbol. Okay, auf geht's. Okay, warte. Dann, wo sollen wir uns treffen? Jetzt kommt er gleich mit seinem ganzen Mega-Zeug. Ich hab nur, das kann ich euch sagen, ich hab Onyx Sword, Dia-Rüstung und, Necromite Boots. Mit dem Benutzen von Gegenständen wie Icebit Meat oder ohne? Ja, alles. Alles, was geht. Ihr könnt auch Ballbogen, Mech teleportieren, keine Ahnung. Ich will. Okay, dann brauche ich erst noch ein bisschen Essen. Base 300 Blöcke. Ich bin einfach mal 500 Blöcke weg gewesen. Alter. Ja, ich auch. Das ist richtig unnötig. Man müsste eigentlich immer ein Teleportation-Pad dabei haben, dann kann man es dann einfach aufstellen und nach Hause gehen. Oh, hier ist schon nochmal. Ja, super, okay, dann ist aber das Pad weg. Wie viel Uhr haben wir gerade? Wir haben, weiß ich nicht. Halb vier. Nee, halb drei. Halb vier, okay. Lol. Halb drei. Okay, halb drei. Ich muss schon sagen, halb vier ist ein bisschen. Also die neue Runde hat quasi noch nicht begonnen mit den Strafen. Nein. Nee. Die beginnt ja immer erst um 15.30 Uhr. Ja, genau, also haben wir jetzt sogar Glück. Hä, wo ist jetzt meine Base? Dann ist alles in Ordnung. Mann. Ich habe einen Friedhof gefunden. Diese Folge wird sollen wieder wir so richtig sinnlos. Betteln? Ja, irgendwie müssen. Ich muss erstmal, ich bin jetzt bald. Langsam komme ich in die Nähe des Spawns wieder. Ja, ich auch. Ich bin jetzt beim Spawn. Oder war beim Spawn. Alter Junge, mein Haus ist so weit noch weg. Warte mal, ich drück mal X, ist die Karte, richtig? Alter Junge, ich glaube, kann man die Karte irgendwie bewegen? Ich glaube nicht. Ich habe ein Avocado gefunden, geil. Avocado. Jetzt kann ich mir Avocado-Brot machen. Ich habe noch nie eine Avocado gegessen. Du musst dir mal die Kokosnussbomben machen. Ja, ich weiß, ich kenne die. Die sind saugeil. Davon aber, ich habe die im Singleplayer getestet. Man darf die nicht benutzen irgendwie. Echt? Wie? Kann bei mir, you're not allowed to use this. Okay. Kein Witz jetzt. Ich glaube, das Spiel mag dich einfach ich nicht. Ich bin wieder bei meiner Base. Bin zu Hause, wer noch? Alter Junge, das Portal hat mich so weit weggehauen. Ich bin ja in ein Loch gefallen, what the fuck. Was geht denn hier ab? Ich bin in ein Loch gefallen. Nee, jetzt, oder? Wo sollen wir uns treffen jetzt? Also ich wäre für den Friedhof. Ich bin jetzt 1000 Blöcke noch vom Haus entfernt. Wo seid ihr? Welche Koordinaten habt ihr? Plus 90, ich bin bei plus 160. Ich bin bei minus 700, plus 153. What the fuck? What the fuck? Oh nein, Treibsand. Stirb! Oh. Neben raus. Schade. Schade, Schokolade. Oh nein. So, jetzt. Oh, schon wieder Treibsand. Dieses hässliche Lied muss ich auf der Arbeit überhören, ey. Kommt immer so ein das scheiß SWR4-Zeug. Und dann denkst du immer so, what the fuck, nee. SWR4. Okay, also ich bin jetzt bei den Koordinaten. Plus 250 und minus 800. Alter. Ich bin bei plus 100. What the fuck? Welche Koordinaten jetzt nochmal? Was ist denn hier los? Was ist los? Weil meine ganze Bude, also meine Dimension brennt. Da wo das Bett war. Es explodiert. Alles. Leute, ich bin jetzt bei einem Friedhof auch. Dann könnten wir ganz nahe sein. Welche also, Koordinaten hast du? Ich habe die Koordinaten minus 800, minus 127. Alter, wir sind zu weit weg. Was ist denn hier los? Dann. Okay. Noch ein eigener Friedhof. Dann. Komm ich mal zu deinem Friedhof. Sag mal nochmal die Koordinaten. Nee, ich komm zu. Warte mal. Also ich bewege mich jetzt auf plus 0 und auch auf 0,0 bewege ich mich gerade zu. Okay. Okay, ich glaube, man kann das Bett nicht hier reinstellen, es explodiert. Ja. Wieso willst du auch im Limbo schlafen? Also in ihrem Limbo, wieso willst du bei Menschen im Dorf schlafen? Weiß ich nicht. Ist cool. So, ich bin jetzt gleich bei meinem Haus und dann kann man leichter koordinieren. So, ich bin jetzt bei plus 50 und minus 600. 50 und minus 600. Na, dann musst du noch ein Stück laufen. Kommst du mir entgegen ein bisschen? Ich dachte, wir wollten uns auf dem Friedhof battlen.
Friedhof ist blöd, da ist so viel Grabstein. Irgendwo, wo freie Fläche ist. Oh, okay. Aber tötet wir müssen noch auf Alex warten. Kommt mal zum Spawn. Oder wir können es auch im Spawn austragen, meinetwegen. Ja, zum Spawn einfach? Okay. Ja, okay. Das passt. Sagt mir Bescheid, wenn ihr da seid, dann komme ich auch. Oh Mann. Aha. Okay. Dann wird gefistet. Warte mal, ich muss ganz kurz vorher mein Inventar ein bisschen ausleeren. Stimmt, das müsste ich auch mal. Und der Stein, den ich mir geholt habe, reicht immer noch nicht. Ey. Ich habe hier einfach ein fettes, rotes Loch in der Wand. Wenn ich da reinspringe, komme ich in ein Limo bestimmt. Das heißt, wenn ich im Limo den Stein farmen will, dann gehe ich da einfach rein. Lol. Das ist so, okay, nice. Dann auf dem Spawn. Jetzt im Spawn. Jupp, ich bin noch ein paar hundert Blöcke entfernt. Okay, ich habe jetzt aber... Ich brauche 3 Wolle. Ich muss mir ein neues Bett machen, das ist ja explodiert. Dann kommt alle mal schnell, weil sonst ist die Folge gleich zu Ende. Jo, ich glaube, das schaffen wir noch. So. Also ich und Alex gegen dich. Nur, dass ich das richtig verstehe. Okay. Ja, YOLO. Aber wenn ihr noch zu Hause seid, seid ihr noch zu Hause zufällig oder seid ihr schon weggelaufen? Nee, ich bin noch zu Hause. Dann schlaf mal schnell, bitte. Ja, ich muss erst ein Bett machen. Oh, ich muss jetzt durch dieses Tentakel-Gedöns durch. Okay, okay, okay. Muss ich mir irgendwo ein Bett machen? Okay, ich bin im Bett. Ja. Jetzt muss noch einer, oder? Ach scheiße, sind Rio und Valu, ja, okay, das reicht. Betteln wir halt im Dunkeln. Ja, oder wir können fragen, ob die schnell ausschlafen gehen können. Nee, sonst die Folge zu Ende. Pass auf, jetzt kommt alle zum Spawn. Ich bin jetzt gleich schon da, ich bin nur noch 200 Blöcke entfernt. Ah, ihr seid ja direkt neben dem Spawn, oder? Okay, Balu liegt gerade im Bett, also wenn ihr jetzt noch reingeht. Ich bin nicht mehr am Spawn. Nee, ich auch nicht. Oh. Ding, egal, ist ja Nacht, ist ja nicht schlimm, wir sind ja jetzt nicht mehr mit Holzrüstung unterwegs. Ja, ich bin gleich da, ich muss noch 200 Blöcke laufen. Das geht aber schnell. Wenn kein Doomcreeper dazwischen kommt. Ah. Doomcreeper, die sind die heftig? Ja, die sind heftig. Ich glaube, die töten immer einen mit One-Hit, soweit ich weiß. Und das Schlimme ist, die springen nicht an. Ja. Und ich glaube, da manche ist so einer. Jedenfalls, glaube ich. Welche alle. Farbe haben die? Die sind so ein bisschen schwarz. Ach, und scheiße. Lila. So, ich bin jetzt. Kennt ihr dieses Nether-Portal am Spawn? In der Nähe da? Ja, ich bin auch in der Nähe. Bei welchen Koordinaten bist du jetzt? Bei minus 250 und plus 100. Also ich bin gleich. Ich bin jetzt da. Bei minus 250 und minus 50. Das ist so ein Nether-Portal, da treffen wir uns einfach mal. Warum nicht einfach okay. Da, wo der Turm ist im Spawn? Oder am Strafenhaus? Was für ein Turm? Wir haben noch 2 Minuten, ja, Jungs, Beeilung. Warte, ich beeil mich. Also ich bin direkt am Spawn. Ich komme jetzt zu 0-0. Wie 0-0? Ja, wo ist denn das Spawn? Welche Koordinaten? Minus 130 ja, plus 290. Wo ist denn das Nether-Portal? Also ich bin direkt daneben. Das ist ein... Okay. Moment. Das ist hinterm Spawn. Ja. Ich bin jetzt gleich da. Ich bin jetzt auch schon bei minus 150 und plus 100. Okay, ja, hier, da ist einer. Geht's ja gleich los. Wer ist das? Schlendi, bist du das? Hi Alex, das bin ich. Ja gut, ich bin jetzt, okay. Ich sehe schon die Pyramide. Hä? Warte, komm nochmal kurz her. Gleich mal neben mich. Ja. Was machst du? Nice. Also wo bist du? Ich wette mit dir, der killt uns. Der killt uns beide. Nee. So, ich bin jetzt bei minus 50 und plus 170. Also bist du jetzt nicht mehr beim Nether-Portal. Doch, da, ich sehe euch, ich bin jetzt gleich beim... Ich sehe die Stadt da hinten. Okay. Ich bin bei der Stadt da, wenn wir uns sehen, sofort. Watagu. Ich lass dir den Vortritt, ne? Nee, wir gehen beide gleichzeitig drauf. Oh, jetzt muss ich meinen Meteoritenschwert. Okay, wo seid ihr? Ich bin jetzt da. Wir sind direkt beim Nether-Portal. Ah, da hinten, okay. Auf geht's. Der Fight muss jetzt... Nein, ich sehe euch. Jetzt geht's Beatdown! es geht schon gleich los. Lol. Was zum Teufel? Okay, ey, rasse, ich hab den... Aber das Problem ist jetzt, wie machen wir das mit dem Zeug? Jetzt ist alles vermischt.
Alter. Hallo, ich hab dich gar nicht gesehen, Mann. Ich wusste gar nicht, von wo du kommst. Ich hab den Überraschungsmoment gehabt. Alter. Das Überraschungs. Alter. Oh mein Gott. Okay, warte, ich komm mal zu dem Deathpoint. Ihr solltet kommen, weil da liegen alle eure Items. Alter. Ja, kannst du die so ein bisschen beschützen, nicht, dass die sich irgendwie erschnappt. Ja, keine Sorge. Rastet der erstmal aus, der Typ, und gib mir 2-Hit, Alter. Ich hab gedacht 1-Hit, ich war ein bisschen enttäuscht. Mann, ey, was für ein Schwert war meine das? Meine Rüstung hat das überlebt. So, als Tribut behalte ich eine Iron Shovel. Okay, ja. Was für ein Schwert war das? Onyx. Onyx, okay. Das kriegt man nur im Nether, ne? 9, Enchanted. Aber ich hab Strange 3 gehabt. Ja. Ach scheiße, sind meine Level wieder weg. Ich hab besondere Kristalle, die sind verboten, aber jetzt hab ich alles eingesammelt. Man darf die nicht zum PvP mitführen, aber wenn man die zu Hause stehen hat und damit läuft, ist es erlaubt. Das heißt, deswegen wollte ich ganz schnell da sein, damit die nicht die Wirkung abläuft. Und dann hatte ich noch 30 Sekunden und dann nochmal angefangen zu kämpfen. Der brennt in die falsche Richtung. Riole stirbt mir die ganze Zeit.